dass es dann tatsächlich auch funktioniert und dass Paramount sagt, wisst ihr was, wir wollen genau das, was ihr da als Hörspiel gemacht habt, gerne als Serie. Das war natürlich ein absoluter Glücksfall. Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab will eigentlich nur seine Ruhe. Stattdessen wird er jedoch in das Erwachen uralter Legenden hineingezogen. Kinder verschwinden, Sünder werden ermordet und sagenumwobene Gegenstände tauchen plötzlich wieder auf. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge ignoriert, folgt Schwab der blutigen Fährte düsterer Märchenmotive. Unterstützt wird er dabei von der Kommissarin Anna Leitner, seiner Ex-Frau und einem evangelischen Pfarrer. Was ist das? Colt Peacemaker Kaliber 45. Was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Die sechsteilige Paramount-Plus-Serie Kohlrabenschwarz transportiert in einer Genremischung aus Mystery, Krimi und Comedy alte Sagen, Legenden und Mythen in die Jetztzeit. Sie basiert auf der gleichnamigen Hörspielreihe von Tommy Krappweiß, der bei der Verfilmung als Showrunner und Produzent fungierte. Per Videocall haben wir ihn zum Interview getroffen. Tommy, Kohlrabenschwarz basiert ja auf deiner Hörspielserie. Mhm. Hattest du damals schon so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf, dass sich der Stoff ja eigentlich auch ganz gut als verfilmte Serie eignen könnte? Naja, ich kann das ja nicht abschalten, weil eigentlich mache ich ja seit ich 8 Jahre bin, nichts anderes, als dass ich irgendwie versuche, Dinge irgendwie damals noch auf Super 8, dann auf Video, jetzt auf SD-Karten zu bannen. Also war das unausweichlich, dass ich schon beim Schreiben, genauso wie es mir auch bei den Romanen geht, immer das Bild schon mitlaufen habe. Aber dass es dann tatsächlich auch funktioniert und dass Paramount sagt, wisst ihr was, wir wollen genau das, was ihr da als Hörspiel gemacht habt, gerne als Serie, das war natürlich ein absoluter Glücksfall. Da hatten wir natürlich Glück, dass es bei Paramount Leute gab, die das Hörspiel kannten. Das war natürlich besonders cool. Besser geht's eigentlich nicht. Und was sind dann so für dich die größten Herausforderungen, wenn man ein Hörspiel als eben verfilmte Serie adaptiert? Da gibt es mehrere Dinge. Also zum einen, das Schöne an einem Hörspiel ist ja, wenn da kommen jetzt 4 Leute in den Raum, sitzen vor mir an einem Tisch, das ist eigentlich egal, oder stehen rum und reden erstmal. Und wir hören denen beim Reden zu und sind total glücklich, dass wir da jetzt irgendwie dabei sein können und denen über die Schulter hören. Das reicht für eine Serie nicht. Das ist mal das eine. Du musst halt, also du brauchst auch drumherum mehr Abwechslung. Es muss einfach mehr passieren. Das Pacing ist unter Umständen anderes. Du hast mehr Location-Wechsel. Dann möchtest du natürlich, dass die Locations auch nicht alle irgendwie der Parkplatz vorm Polizeirevier sind, sondern eben was anderes. Deswegen kam zum Beispiel auch dieser Lost Place da dazu, ne? Dieser Minigolfplatz. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wie soll ich sagen, wenn du eine Hörspielserie machst, dann hast du ja, also so diversitätsmäßig ist dir ja keine Grenze gesetzt. Jeder Mensch, der das hört, kann sich das selber ausdenken, wen er jetzt da gerade sieht und wie er diese Menschen sieht. Sobald ich aber dann eine Serie mache, stelle ich fest, so, jetzt habe ich meine 4 Hauptdarsteller. Da ist es jetzt ehrlich gesagt mit der Diversität jetzt nicht so wahnsinnig weit, wenn ich die jetzt da alle sehe. Mir ist das etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Also ich möchte gerne, wo es geht und wo es organisch passt, Gelegenheiten wahrnehmen. Und da war dann eine interessante Sache, die sich ergeben hat. Wir haben ja schon Staffel 3 vom Hörspiel geschrieben, also die Storylines. Und da habe ich 2 Figuren eingeführt in Staffel 3, die ich dringend brauchte, was ich aber damals bei Staffel 1 noch nicht wusste, dass ich die brauche. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, lass uns diese beiden doch in der jetzigen Version als Serie direkt von vornherein einführen. Das sind Chris und Najia. Ja? Und dann können wir da wenigstens ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Buntheit irgendwie in das Ding reinbringen, weil die auch in der 3. Staffel der Hörspielserie schon so geplant waren. Das war echt sehr, sehr cool, dass wir das machen konnten. Und zum anderen ist es so, dass ein Hörspiel ist wie ein Zeichentrickfilm. Ich kann mir erstmal alles ausdenken an Locations und muss mir keine Sorgen machen, wo ich die herkriege. Wenn ich jetzt aber plötzlich ein Archiv von Erdmann habe oder wenn ich sage, die müssen 10 Minuten eine Folge lang nur Treppen runterlaufen, dann wird es plötzlich richtig haarig. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, muss ich sagen, dass wir in dieser kurzen Zeit
es geschafft haben oder schaffen mussten, Locations zu finden, die auf das passen, was wir erzählen wollen. Und wir hatten nämlich zum Beispiel gar keine Zeit, um die Dinge zu bauen. Das wäre gar nicht gegangen. Und wir mussten sie notgedrungen finden. Und im Endeffekt hat sich das als Vorteil erwiesen, weil meiner Meinung nach wirkt das alles sehr organisch und echt, weil es halt einfach echt ist. Das sind echte Treppen in Rothenburg ob der Tauber, die wirklich in einen Kerker runterführen. Und ich meine, besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, das sind so die Haupt... Dann gibt es noch 50.000 andere Kleinigkeiten, die nicht in diese 10 Minuten passen. Psychologe. Der Profiler von Rosenheim. Darf ich? Das Brillante hieran ist ja auch, dass ihr quasi ja die Sprecherinnen und Sprecher aus dem Hörspiel quasi auch alle dazu bekommen konntet, sozusagen diese Rollen jetzt gespielt fortzuführen. Also war das auch eine Voraussetzung, dass man gesagt hat, wir machen das dann, wenn, nur mit den Sprecherinnen und Sprechern? Ja, wir hatten sogar ein anderes Angebot auf dem Tisch liegen für eine Kooperation für diese Serie. Und einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, das machen wir nicht, war, weil dann die Diskussion mit dem Cast aufkam. Und ich habe gesagt, lieber mache ich die Serie gar nicht, dann machen wir sie halt nicht, dann mache ich halt was anderes. Aber ich werde diese Serie nur mit diesem Ensemble spielen, drehen, nur mit diesem Ensemble. Und als es dann klar war, dass Jürgen Tonke wegen seiner Verpflichtung für eine andere Serie keine Zeit hat, haben wir gesagt, gut, der muss dabei sein, wir dürfen die Band nicht auseinanderbrechen lassen. Dann spielt er eben die Rolle, die ich gesprochen habe im Hörspiel, die spielt er jetzt in der Serie. Hauptsache, er ist dabei. Und er ist dabei. Die Serie hat ja so einen sehr genialen Mix eben aus so, sag ich mal, diesen Märchenelementen, Sagen, Mythen, die da mit reinspielen, dann eben klassisch so Kriminalgeschichten plus diesen Humor. Was ist so dieses Reizvolle an dieser Formel? Ich glaube, diese Art von Mix, dass wir Character-Comedy haben in einem Mystery-Fantasy-Märchen-Setting mit Elementen, die nicht wirklich Horror sind, aber so grob in die Richtung gehen, ausreichend auf jeden Fall für eine FSK 16, das ist eigentlich relativ, also ich wüsste gar nicht, mit was man es direkt vergleichen könnte, ehrlich gesagt. Und das ist ein Vorteil, weil es dadurch originell ist und neu. Es ist aber auch ein Nachteil, weil die Leute immer sagen, ja, und wie ist das so? Dann kann ich immer nur sagen, ich glaube, du musst es dir anschauen. Einer der beiden trägt den Namen Johann Gotthold. Wir haben die längste Marsch. Und wenn sein Name in einem Märchenbuch steht, dann sollten wir ihn eigentlich direkt verhaften. Ich bin Psychologe. Ich kann Ihnen Übungen für Entspannung geben. Ich will eine Erklärung für das alles. Ich versichere dir, manche Dinge kann man nicht erklären. Schwab, jetzt verlassen Sie umgehend mein Büro. Ich kann gehen. Aber die Schauermärchen bleiben noch eine Weile. Wie würdest du so den Humor der Serie beschreiben? Also wie ich schon sagte, es ist Character Comedy. Es ist keine, es ist nicht, keine Ahnung, die nackte Kanone oder irgendwas, wo Situationen von außen so gestaltet werden, dass sie humoristisch sind oder dass Slapstick drin vorkommt oder Visual Gags, gar nicht. Sondern es sind eigentlich nur die Figuren, die agieren, wie sie nun mal agieren. Und die schlagfertig sind oder stoffelig oder irgendwie Sprüche drücken müssen. Und dadurch kommt der Humor zustande, durch die Interaktion dieser Figuren, weil sie sind, wie sie sind. Aber nicht wirklich, weil wir irgendwelche, wie soll ich sagen, Gags ins Szenario schreiben. Und das ist das, wo ich glaube, dass es das glaubhaft macht. Weil, also ich bin auch ein Mensch, der unter Stress eher dazu neigt, blöde Witze zu machen, um die Stimmung runterzukochen. Und Schwab ist halt auch so. Und genau, so diese ganzen, sag ich mal, Märchenelemente, die Legenden und Mythologie und auch gerade so, sag ich mal, typisch bayerischen Sachen, die funktionieren ja offensichtlich immer noch. Und es gibt ja auch, sag ich mal, in der Popkultur ganz viele Filmreihen, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich so, dass das, also die Marvel-Filme nimmt, da hat man ja ganz viel aus der nordischen Mythologie, auch Star Wars hat ja Märchenelemente und irgendwie funktioniert das ja immer. Also was glaubst du, warum sind so bestimmte Sachen einfach zeitlos? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Schöne an diesen Mythen, Sagen und Märchen ist, dass sie immer wieder frisch und neu für eine bestimmte Zeit erzählt werden. Also ich bin zum Beispiel total dafür, dass Marvel sich der nordischen Mythologie angenommen hat und da einfach das Ding in ein neues Zeitalter gesetzt hat und dass gleichzeitig Neil Gaiman mit seinem Buch Norse Mythology und vielen anderen Dingen oder American Gods andere Versionen davon erzählt, weil dadurch bleiben sie halt lebendig. Wenn man jetzt immer nur sagen würde, nee, das muss jetzt alles genauso bleiben, wie Snorri Sturluson im 12. Jahrhundert in die Edda geschrieben hat, ich glaube nicht, dass das so ein wahnsinniger reißender Erfolg wäre. Und auch der hat ja schon krass redaktionell eingegriffen und viel verändert und
einfach mal behauptet, dass da verschiedene Götterfamilien sind und dass die miteinander verheiratet sind und dies und jenes. Ja, und ähnlich ist es bei den Gebrüdern Grimm, die ja auch massiv redaktionell eingegriffen haben in die Geschichten, sich hier was geholt haben, da und dann hier ein neues Märchen draus gemacht haben. Und das ist ganz, ganz wichtig und dadurch bleibt es lebendig und deswegen ist das auch, wirkt es auch immer, als wären die nie weg gewesen und sind immer wieder relevant und funktionieren immer wieder neu. Alles klar, das war es dann auch schon. Dann ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir und gebe zurück ins Funkhaus. Können wir sie vielleicht nach Hause bringen? Nee, danke. Ich bin mit dem Besen da.